Moin Moin Leute und willkommen zurück zu Gothic hey, 2. Weißt du, was passiert ist? Die Nacht ist Raben. Du bist erwählt worden. Richtig. Gerade eben will ich noch einen kühlen Schluck Bier zu mir nehmen. Da biegt Daron um die Ecke und erläutert mir, dass ich erwählt bin. Wer hätte das gedacht? Innos Wille ist halt unergründlich. Und was führt dich her? Also ich war ja... Ich habe die Prüfung des Feuers gefordert. Nicht möglich. Junge, du bist aber verdammt mutig. Heißt das, du suchst auch das, was der Gläubige hinter dem Pfad findet? So sieht's aus. An seiner Stelle würde ich mich da nicht wundern, sondern stolz darauf sein. Hast du schon was rausgefunden? Naja, ich bin einfach mal Argon gefolgt, aber inzwischen habe ich ihn verloren. Und jetzt? Wie hieß es noch? Folge den Zeichen Innos. Aber das mit dem Pfad verstehe ich nicht. Was soll's, ich such mal weiter. Ja, ist ja nicht gerade der Hellste. Der liebe Ulf. Fällt mir eins von diesen Drecksviechern. Vergiss es, das gehört mir. Das ist meine Erfahrung. Junge! Geh weg! Mist wie weniger. Mein Feldräuber. Also ehrlich. Du hast gesagt, du willst weitersuchen. Nicht hier jagen gehen. Ne? So, du Blutfliege, dann komm mal her. Eins von diesen Drecksviechern. Alter, Ulf, was tust du hinter mir? Geh da weg. Wehe, du kriegst das jetzt, das Viech. Halt mir mal das andere kurz vorm Leib, danke. Aber die Erfahrung hätte ich dann doch gerne. Ein bisschen weniger. Und jetzt verzieh dich, Junge. Hey. Du kannst mir doch nicht einfach folgen. Folgst du mir etwa? Quatsch. Ich gehe nur zufällig den gleichen Weg wie du. Sag mal, der will mich doch verarschen, oder? Der folgt mir doch. Er hat ja den Ulf schon verloren. Das heißt, er ist dem schon gefolgt. Dann hat der Ulf ihn wohl abgeschüttelt. Honig. Lecker. Eine Schatulle. Und was haben wir hier? Natürlich eine Innos-Statue. Eine Schatulle. Die kann ich doch bestimmt öffnen, oder? Nein, kann ich nicht. Schade. Hätte ich ja gut gefunden. Ah, weißt du was? Ich habe jetzt keinen Bock, dass du mir folgst. Ich hab doch hier so einen netten Schlaf. Was? Ich hab gerade Schaden gekriegt? Was war das denn? Schlaf. Schlaf gut. Tschüss. Kann ich dich denn jetzt eigentlich ausrauben? Nö, kann ich nicht. Verdammt, was ist los? Nein, nicht folgen. Es ist viel zu dunkel, du siehst mich nicht. Du hast keine Ahnung, wo ich bin. Der Scavenger, er schreit nur zufällig hier so rum. Ach, verdammt. Als ich ihn durchsuchen wollte, habe ich ihn natürlich versucht anzusprechen und damit geweckt. Das wollte ich natürlich jetzt nicht. Das ist genau das, was ich nicht wollte. Sondern ich wollte, dass er einfach hier liegen bleibt. So. Und ich folge jetzt einfach mal dem Pfad, der... Boah, ist das dunkel. Hoffentlich seht ihr was nachher auf YouTube. Den Pfad, der entsprechend an den... Wow, wo bin ich denn hier? Ach, innerhalb des Geländers Glück gehabt. Mit den Schreinen und so, ne? Weil Schreine super sind. Und ich gerade sowieso keine Sonne hab. Dunkelpilz. Ja, Dunkelpilz. Der Name kommt ziemlich gut hin. So, ich brauche Mana, ich brauche Leben. Was liegt da näher, als einen Blutflieder zu futtern? Oh, oh. Was? Wo? Wer? Warum? Ach, da unten. Oder was? Oder wie? Hä? Was denn? Ist hier ein Gegner? Ich sehe nichts. Da ist doch nichts. Sag mal, Ulf, willst du mich verarschen? Warum bist du jetzt wieder wach? Läuft er da einfach rum mit einer Waffe in der Hand? Na gut. Ich brauche Blutflieder? Blauflieder? Blauflieder. Genau, zwei Stück. Und dann hätte ich ja nochmal 30 Zeug zu heilen. Das mache ich mit Butlerfleisch. Das gibt ja passenderweise schon 15. So, und dann ist mir jetzt hier echt zu dunkel. Deswegen nehme ich mir jetzt gemütlich so eine Fackel in die Hand. Zack. Und schon hänge ich im Dunkeln fest. Wer sagt's denn? Geht doch. Nein. Schon sehe ich den Weg natürlich, meinte ich. Ist hier noch was? Nö.
hier ist noch was, ne? Ja, Blauflieder. Boah, so viel Pflanzen. Ach, da oben. Dann war der einfach nur zu blöd, den Weg nach oben zu finden. Ein Mist viel weniger. Der folgt mir schon wieder. Alter, ich habe dich doch extra schlafen gelegt. Warum wachst du auch wieder auf? Das geht ja gar nicht. Wenn ich schlafen lege, dann schlaf gefälligst. So, bitte. Und folg mir nicht. Wenn du mir nochmal folgst, dann verprügel ich dich. So, ihr habt's alle gehört. Ihr seid meine Zeugen. Ich habe die Warnung ausgesprochen. Fünf Lebensmittel. Ich habe doch eine Beere, oder? Heilwurzel? Nein. Weidbeere. Sehr schön. Die Pilze würde ich mir gerne so lange wie möglich aufheben. Ihr wisst ja warum. Ich habe sie schon zum Menü erklärt. Die werde ich wahrscheinlich erst ganz am Ende futtern, so im letzten Kapitel oder so. Wobei ich gerade keine Ahnung habe, wie viele Kapitel es gibt. Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt, hier rechts ist eine Pyramide. What the? Wow! Was? Eine Pyramide? Was zur Hölle? Was macht die denn hier? Was? Eine Pyramide? Mit Blutfliegen und Feuerwaran. Holy moly! Ich glaube nicht, dass ich da hin muss, oder? Das ist ja nicht am Ende des Pfads. Oder vielleicht doch? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Naja, meine Instruktion war am Ende des Weges, deswegen folge ich jetzt erstmal dem Weg. Ich kann da ja noch jederzeit wieder hin zurückgehen. Kann ich, oder? Bestimmt kann ich das. Na klar, kann ich das. Würde mich stark wundern, wenn es anders wäre in Gothic. Mit der freien Welt und so. Na? Das passiert, wie im ersten Teil auch. Wenn man zu schnell auf die Pfeiltasten drückt beim Kämpfen, dann blockiert die Steuerung und man kriegt nichts mehr hin. Also wenn man zu langsam drückt, dann macht man wenig Schaden und wenn man zu schnell drückt, macht man gar keinen Schaden. Und da ich natürlich möglichst viel Schaden machen will, versuche ich immer schnell zu drücken und mache dann manchmal einfach gar keinen Schaden. Das ist so eine Timing-Sache. Boah, jetzt ist hier auch schon eine Weile kein Schrein mehr gewesen, ne? Hoffentlich kommt aber bald wieder einer, sonst glaube ich nämlich, dass ich falsch bin und vielleicht doch zur Pyramide muss. Aber da sind Feuerwarane. Und vor Feuerwaranen habe ich Angst. Die haben mir im ersten Teil schon so viele Probleme gemacht. Selbst als ich am Ende ziemlich stark war, haben die Probleme gemacht. Ihr erinnert euch doch bestimmt daran, oder? Ups, was haben wir hier? Hä? Kämpfen da verschiedene Gegner gegeneinander? Blutflieger? Ach nee, da ist Ulf! Ulf, verzieh dich! Meine Erfahrung! Ups. Ulf ist ehrenhaft im Kampf mit einer Blutfliege gefallen. Ja, so war's. Ich war dabei, ich hab's gesehen. So ein Wehe, du kommst jetzt auf die Idee, mir nochmal zu folgen, Junge. Oh, Äpfel. Käse. Ein Schlüssel. Den lasse ich ihm mal. Schwefel nehme ich und die beiden hätte ich gerne auch. So. Und deinen Kampfstab. Ach nee, komm. Ich kann doch hier keinen Kampfstab klauen, das geht ja nicht. Lebt er jetzt eigentlich noch oder ist er jetzt tot? Oh je. Das war die Blutfliege. Mhm, ganz bestimmt. Ja. War die Blutfliege. Mhm. So war's. Was folgt er mir auch, ehrlich gesagt, die ganze Zeit? Nervensäge. Fast so wie Matt im ersten Teil. Aber sag mal, ist jetzt hier irgendwo. Was haben wir da? Das klingt nach böse. Nach sehr böse. Ich trete mal die Flucht nach vorne an. Mir folgt immerhin nichts. Was haben wir da? Lurker. Okay. Nee, auf die habe ich keinen Bock. Die sind mir zu stark. Die haben mir ja schon bei den in Richtung Banditen Probleme gemacht. Sogar ein Einzelner. Ist ja schon irgendwie peinlich. Was ist das hier oben? Geht hier der Weg weit? Oh, ein Feuer! Interessant.
Aber warte mal, ich kann jetzt nicht einfach hier hochgehen. Tür fällt ein. Ich muss auf den Weg folgen. Der hier zu Ende ist. Okay, ich muss doch hoch. Alles klar. Gut. Bei dem Feuer. Wer ist denn dort? Grimbald. Wer ist denn bitte Grimbald? Ich habe keine Ahnung. Es könnte ein Gegner sein. Da heile ich mich mal besser. Wie viel waren es? Hier, ne? Moment. 35, genau. 32, 29, 26, 23, 20. Sehr gut. Und 20 heißt einen Fisch und einen Käse. Genau. So sieht's aus. So. Und dann Speicherung Nummer 79. Und los geht's. Zu Grimbald! Und du bist bestimmt ein Gegner, oder? Nicht? Oh, nö, ein Jäger. Hey. Was machst du denn hier? Wartest du auf jemanden? Jetzt nicht mehr. Nun bist du ja da. Was? Was? Was hast du vor? Ich will die Snapper da oben jagen, aber ich glaube, es sind zu viele für mich allein. Warte mal. Warum ich? Du siehst kräftig aus. So einen Kerl kann ich jetzt gebrauchen. Warte mal. Ja, mach mal. Okay, ich helf dir. Geh vor. Alles klar. Komm aber dem schwarzen Troll da hinten nicht zu nahe. Der reißt dich sonst in Stücke, klar? Okay. Und wehe, du kneifst. Ja, okay. Ich folge dir. Wird schon schief gehen. Nicht mich treffen. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Guck mal. Ja, so muss man's den Biestern geben. Aber warte mal. Das sind doch Feuerrollen, die ich hier benutze. Und jede ist 50 wert. Boah, da habe ich gerade... Nichts zu plündern. Da habe ich gerade 200 Gold. Oh, für diese zwei Snapper-Viecher. Oh mein Gott, 200 Gold. Gib mir was dafür. Kannst du mir das Jagen beibringen? Na gut. Du warst mir zwar bisher keine große Hilfe, aber ich will mal nicht so sein. Bring mir das Jagen bei. Was genau willst du wissen? Dum-di-dum. Okay. Das könnte alles noch nützlich werden. Andererseits, ich brauche Mana. So, da muss ich kurz husten. Genau, ich brauche Mana. Ist das hier denn schon der Ende des Pfads, das Ende des Wegs? Ich weiß es nicht. Aber er sagte was von einem schwarzen Troll. Und bei dem schwarzen Troll wächst auch Sonnenaloe. Und die wiederum will die alte Kräuterhexe. Deswegen bin ich jetzt hier mal ganz mutig. Feldnütterich zum Tränkebrauen. Nee, Quatsch. Grundstöckel war das. Nicht Feldnütterich. Mist, ich wechsle irgendwie immer. Aber ich bin jetzt mal ganz mutig und trau mich da hin. Oh, eine Goblinbeere. Gibt Geschicklichkeit. Ich habe doch hier bestimmt eine Fackel, oder? Da habe ich eine Fackel. Sonnenaloe. Wer sagt's denn? Und da hinten ist der schwarze Troll. Siehst du? Ich muss dem gar nicht so nah. Ist er aufgewacht? Oh oh. Ich bin weg. Tschüss, Troll. Naja, schläft noch. Aber trotzdem. Puh. Das ging ja gerade nochmal gut. Oder keine Ahnung, ob es gerade nochmal gut ging, aber es ging gut. Ich hab die Sonnenaloe. Yay! Sehr cool. Damit kann ich dann eine weitere Quest abschließen. Und was machst du jetzt so? Nix, du kannst mir nur Jagen beibringen. Ich vermute stark, dass ich hier irgendwo falsch abgebogen bin, oder? Oder ist das der Weg, der hier weitergeht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es waren hier schon eine ganze Weile keine Schreine mehr. Was sagt denn die Karte? Naja, die Karte dürfte mich jetzt wieder zurückführen, oder? Ich könnte es auch rechts auf der anderen Seite des Sees gegenüber versuchen, gegenüber von dem Troll. Das könnte auch sein. Andererseits kommt da vorne ein Gebäude auf der rechten Seite.
Ein Schattenläufer. Ah, ne, Mode Reds. Oh, ich dachte gerade, es wäre ein Schattenläufer. Irgendwie klang das für mich gerade nach Schattenläufer. Puh, Glück gehabt. Das wäre jetzt übel gewesen. Da wäre ich draufgegangen, glaube ich. Das hat genau gereicht, um beides zu heilen. Finde ich gut. Dankeschön, liebes Spiel, dass du mir gerade so viel Schaden zugefügt hast, wie ich Mana gebraucht habe. Nein? Ach so. Egal. Ich wollte die Fackel wegtun, damit ich hier ein bisschen Überblick über meine Gegner vor mir habe. Mole Rats. Okay. Hier ist Licht. Hier ist ganz viel Licht. Muss ich da hin? Licht ist doch ein Zeichen von Innos, oder? Bestimmt ist Licht ein Zeichen von Innos. Goblin-Skelett. Nee, ich glaube, ich will doch auf die andere Seite des... Ach komm, sei nicht so eine Memme. Reiß dich zusammen, du willst Magier werden. Aber ehrlich, hey. Ja. Siehste? Geht doch. Waren doch nur ein paar Scavenger. 3 Stück, um genau zu sein, die ich auch gerne alle 3 ausnehmen würde. So, den Goblin-Skeletten. Gehe ich mal lieber ein bisschen aus dem Weg. Ah, der Weg geht hier weiter. Moment, wo ist jetzt genau diese... Moment, ach, die ist hinter mir. Diese Festung oder diese Ruine. Diese Burg, keine Ahnung, was das ist. Das müsste ziemlich genau in dieser Richtung sein. Die Blutfliegen interessieren mich jetzt gerade mal nicht. Ah, doch, tun sie. Okay, ein Steinkreis. Ist das das, wo ich hin muss? Muss ich hier hin? Oh, das ist mir zu nah. Das ist mir viel zu nah. Nein, da bin ich tot. Och, nö. Ach, Menü. Das ist ja doof. Was mache ich denn nur? Wo habe ich den gespeichert? Wo habe ich denn gespeichert? Jetzt sag mir nicht vor Grimwald. Ist echt verpennt zu speichern seitdem. Ach, verdammt. Das habe ich tatsächlich. Na gut, dann helfe ich dem nochmal. Und diesmal ohne Magie. Damit ich das Geld spare. Hey, du. Und alles weitere danach stelle ich dann einfach nach. Komm, ich helfe dir. Okay. Alles und. Ja, los geht's. Das tut mir jetzt echt leid. Das war keine Absicht. Ah, oh, ich bin dir doch extra ausgewichen. Diesen dämlichen Goblin-Skeletten. Ups. Na, siehste. Das schafft er doch alleine. So, das aber da krieg ich. Mit dir, da krieg ich keine Erfahrung. Hey, du. Okay. Kannst du. Aber du kannst mir das Jagen beibringen, ne? Bring mir. Ja, kannst du. Alles klar. Gut. Ach je. Das ist ja doof gelaufen. Naja, was soll's. Wie gesagt, ich werde jetzt hier alles nochmal nachstellen. Werde mir vor allem die Sonnenaloe hier besorgen. Die ganzen Pflänzchen hier. Feldblätterich. Ich glaube, da war auch eine Steintafel, oder? War hier nur eine Steintafel oder war die weiter hinten? War hier nicht. Gut. Ach ja. Vielleicht bin ich ja hier doch falsch. Vielleicht hätte ich doch am See rechts abbiegen müssen, statt links. Gut, wie gesagt. Oder gehe ich jetzt nochmal runter? Ich könnte natürlich jetzt, wo ich weiß, dass es nichts bringt, natürlich auch hier direkt bleiben. Wisst ihr was? Ja, ich mache das jetzt so. Ich weiß ja, da muss ich nicht hin. Also vermute ich zumindest stark. Und dann haken wir das mal unter Erfahrung sammeln ab.
Und beim nächsten Mal weiß ich dann, ich werde wahrscheinlich irgendwann zu dem Steinkreis hin müssen. Das wird jetzt nicht das sein, wo ich hin muss, denn offensichtlich bin ich viel zu schwach für die Stelle. Ich glaube nicht, dass das Teil der Prüfung sein sollte, dass ich hier umgebracht werde. Gut. Ich laufe jetzt nochmal rüber. Und vielleicht ist ja hier ein Schrein irgendwo, kann das sein? Ach, hier ist ja Ulf. Hat er sich wieder aufgerappelt? Keine Ahnung. Aber er liegt irgendwie... Ah, ein Irrlicht. Ein Licht ist bestimmt auch ein Zeichen von Innos. Was war das gerade? Ach so. Licht am Ende des Waldes. Lurker. Ja, ne? Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.